Nordkorea hat heute erfolgreich am 3.9.2017 einen Atomtest absolviert, nach eigenen Angaben. Es wird bestätigt, dass eine Wasserstoffbombe zu atomaren Zwecken gezündet worden ist in Nordkorea. Dies löste in Nordkorea ein Erdbeben der Stärke 5,5 aus. Dieses Erdbeben konnte auch nachgewiesen werden über den globalen Erdball bei allen Erdbebenwarten. Es wird davon ausgegangen, dass jetzt Nordkorea mindestens zwei Wasserstoffbomben im Besitz hat. Erwartungen können noch nicht ausschließen, dass es sich darum um größere Vorräte handelt. Es liegen noch keine exakten Berichte vor, wie viele Wasserstoffbomben Nordkorea letztendlich hat und wie viele Atomwaffen es hat. Der J-Alarm wurde wieder einmal ausgelöst in Japan. Alle Superschnellzüge kamen, alle Shinkansen-Schnellzüge kamen direkt zum Stehen. Es wurde wieder einmal die Alarmmeldung rausgegeben, dass Nordkorea eine Atomwaffe bzw. eine Wasserstoffbombe gezündet habe. Nach eigenen Angaben von Nordkorea habe Nordkorea tatsächlich eine Wasserstoffbombe gezündet und diese auch auf eigenem Territorium getestet, unterirdisch, durch eine unterirdische Atomexplosion. Überall auf der ganzen Welt gehen Berichte von Nachrichtenagenturen ein, dass es sich hier um eine wirkliche Bedrohung internationalen Ausmaßes handelt. Nordkorea unter eigenen Angaben stellt sogar interstellare Raketen her, die über den ganzen Globus einen riesigen Schaden verursachen können. Menschlicher Schaden nicht ausgeschlossen. So Nordkorea. Es wird auch davon berichtet, dass zu diesem Zeitpunkt, jetzt in der Früh am 3.9.2017, der Präsident im Weißen Haus davon mitbekommen hat. Er aber jetzt im Moment noch nichts unternehmen werde. So Präsident Trump. Es wird sich noch zeigen, wie weit Nordkorea gehen kann, darf. So eine Aussage aus dem Weißen Haus. Wir wissen nicht mehr, als wir von DPA Reuters und den anderen Presseagenturen im Moment erhalten. Wir halten sie auf den Laufenden. Es handelt sich um eine internationale Bedrohung. Global Warning for all citizens of the world. Nordkorea has approved atomic water explosion under the earth on the territory of North Korea. North Korea have say it is a nuclear weapon what has searched how they can deconstruct they deconstruct and how they get to explode it. Why we heavy is this? North Korean says this is more heavier than two atomic explosive bombs that you have seen in the USA tests ever before. Donald Trump was not amused about the new threat what North Korea make it. That's not happened for the world. Donald Trump may
Donald Trump observe North Korean for new nuclear threats around the world. But in the moment is not the time to do a military action. So, the American side. This was North Korea make is an interstellar atom rocket. They can reach around the world with big explosion that you have never seen. So North Korea, for you to understand what a bomb explosion is, you can never see Paris when it's explode. The explosion radius is extremely. It's heavier than an atomic bomb, and prefer of them never can exist more in this zone. Paris is the best to demonstrating this. You can see here on the land maps, Paris, the center by Paris, when nuclear threats from North Korea above this, and you can't have no change in any town, in any city, Berlin, Munich, Augsburg, Washington. It's too big. This is too heavy to live. It's a burned vegetation when it's exploding, and it's you see this is a new picture from a real atomic explosion bomb by the Seychelles, what the tests have made from the USA. This was a long time ago, but we have a picture always here, and you never live any time anymore in an explosion radius. It's the radiation, it's so heavy that you can't live anywhere around this.